bösen Spinnen! Spinnen! Hier kriecht noch was. Und da ist wieder eine Tür. Weg, alle weg. Früher gab es noch keine Leitern, da wurde einfach die Textur bemalt. Ah, ih, giftige Spinnen. Explodierende Spinnen. Aha. Aber okay, das ändere ich dann ab. Denn die Taste, wo ich jetzt Schuss habe, ist auch gleichzeitig nach vorne gehen. Warum auch immer. Jetzt können wir die Tür öffnen. Schon 20 Minuten. Ungewohnt, dass ich bei Outer City gucken muss, wie lange ich schon aufnehme. Speichern. Spiel speichern. Aha. Überall sind Spinnen. Geht weg, geht weg, geht weg. Wir hatten eine Spinnphobie. Okay. Den Stein müssen wir wahrscheinlich jetzt bewegen. Die Tomb Raider. Also die Lara, er gesagt. Die wir hier aus dem alten Spiel kennen. Soweit ist die Lara in den aktuellen Spielen ja noch nicht. Da wird sie ja noch zu dieser Grabräuberin. Speichern. Man weiß ja nie, was passiert. Systeme. Okay. Ich glaube, ich mache es gerade falsch. Da gab es noch keine Action-Animationen. Früher waren die Rätsel noch nicht so komplex.
Also mein Ziel ist es heute, zumindest Tibet hier fertig zu machen. Danach weiß ich, kommt Venedig. Ich hätte ja auch tauchen können. Hier hoch! Brutal gestorben. Jetzt kommt eine Action-Sequenz. Da nehme ich die Tastatur. Weil Joystick wieder spackt. Geschafft. Das wird zu knapp. Das haben mich ja nicht alle Relikte. Und das ist hier wahrscheinlich das große Finale, die große Action. Und hier runter. Ein Medipack. Die Versuchung ist groß. Kommt noch nicht mal dahin. Ein Schritt. Aha. Speichern. Eine Seilbahn. Da kommt was. Eine Spinne! Überall Spinnen! In den neuen Spielen hat. Ich muss festhalten. Ich wollte gerade sagen, in den neuen Spielen hat Lara einen Eispickel dafür. Wo kommen jetzt die ganzen Spinnen? Kommt her hier! Das war's. Nein, Wandsprung gibt's hier noch nicht. Das ist bestimmt nur Zufall, dass man da fast dran kann. Eine ganz alte Höhle.
Aber sowas ist installiert. Ah, noch mehr Spinnen! Noch einen Schritt festhalten. Puff, gegen die Wand, tot. Schnell, die Zeit vergeht schon 35 Minuten. Ein Tiger! Noch ein Tiger! In den neuen Tomb Raider Spielen hat Lara noch nie gegen einen Tiger gekämpft. Das könnte sich bei Shadow of the Tomb Raider auch jetzt ändern. Ach, da weiß ich hier schon das Ende. Speichern. Dann muss ich gleich vorm nächsten Level speichern und dann kann ich das so schneiden, dass die Sequenzen dazwischen sind. Denn die Sequenzen werden mir hier nicht angezeigt. Als das hier noch alles so im Fenstermodus war, mit schwarzen Balken überall, da wurde mir das noch gezeigt, aber jetzt wollen die Sequenz nicht mehr. Ich brenne! Ah, das zeigt er mir an. Oh, Verzeihung. Vielleicht wollten Sie mir ja nur die Tür öffnen. Mit einer Maschinenpistole am Schlüsselbunde. Jetzt nicht mehr. Also nach Ihnen. Irgendwie benehmen Sie sich nicht gerade wie eine Mönch. Dieses Irgendwie spricht wohl für mich. Erzählen Sie mir mehr über den Dolch von Xian. Ich würde Ihnen Ihr Leben schulden. Diese Türen warten auf den einen und auf die richtige Seite. Dann belohnt die Klinge des Dolches die Herzen jener, die glauben. Wenn Sie also nicht auch Treue schwören. Und wem gegenüber wäre die? Auf die Sünden. Und Reichtümer von Marco Bartoli. Er ist am Wasser erstickt. Vielleicht warte ich damit noch. Ah, jetzt benutze ich den Laptop, der zufällig da stand. Aha, Gianni Bartoli, Via Caravelli Venedig. Benötigte Zeit 25 Minuten 18. Die Aufnahme ging 39 Minuten. Gefundene Geheimnisse 1. Besiegte Gegner 20. Benötigte Munition 626. Eine echte Lara Croft könnte sich das gar nicht leisten. Treffer 312. Jeder dritte Treffer, fast. Benötigte Medipacks 1. Zurückgelegte Distanz 1,5 Kilometer.